Oh, geht am Tag nicht. Das Down kriegt man damit schon mal richtig schnell weg. Auch wieder ein bisschen so mal kurz zum Crafting Kerlchen. Crafting. Brauche ich alles nicht so wirklich. Ja, die braucht man irgendwann wieder natürlich. Hortalis und Co. Aber sollte ja nicht so das Ding sein. Weil Obsidian haben wir eindeutig genügend. Warum kommt dieser eine Kerl hier nicht rein? Ich meine. Hier ist ein Raum, da ist ein Raum. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 NPCs und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Räume. Also müsste mit einem Raum ja irgendwas nicht stimmen. Bei Nacht, wenn sie in ihre Räume gehen, sehen wir ja, was das ist. Was ist es? Weil es ist der letzte NPC, der uns noch fehlt. Warte, Nurse 1, Guide 2, Demolisher 3, Merchant 4, Dryade 5, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In jedem ist ein Share, in jedem ist ein Table. In jedem ist eine Tür, in jedem sind Warholz. Ich weiß echt nicht, was nicht stimmt. Es ist immer noch nachts. Ich zieh mir mal kurz einen Bonbon rein, es tut mir leid, muss jetzt aber sein, während wir... Ey, ihr wollt mich doch verarschen, jetzt ist der Klaus hier arrived. Alles verkabelt hier. Summerhead, Familie Shirt, Familie Pants, Familie Wick, Black Tie, geil. Okay. Ein Bonbon führe ich mir noch zu Gemüte. Ah. Pfefferminzschokolade. T-Ware, I younger, I would ask the nurse. Oh, I used to be quite the killer. Er will die Nurse daten. So, alle sind eben rein. Jetzt kann ich die Tulle beschwören. Machen wir es doch einfach mal hier hinten. Geil, hier haben wir noch eine richtig geile Fläche, um den zu killen. Alter, wie schnell das Ding angreift. Was wir noch aus dem Dungeon bekommen können, so by the way, ist einmal Muramasa. Ja, mir fällt mir gerade auch nicht mehr ein. Auf jeden Fall Muramasa. So, Eye of Cthulhu mal wieder gekillt. Können wir ja mal in den Jungle. Ich bin dafür, wir gehen jetzt einfach mal in den Jungle.
2. Erstmal kurz Gold ablegen. Okay, jetzt ist er da eingezogen. Damit haben wir jetzt alle NPCs. Was ich richtig geil finde. Also was wir noch machen können, ist halt restlichen Truhen zu öffnen, restlichen Floating Islands zu finden, die Molten Sachen zu vervollständigen. Dungeon sag ich schon, in Jungle zu gehen. Ja. Kingslime haben wir noch nicht gekillt. Ja. Sonst haben wir echt schon sehr viel erreicht und ich habe bis jetzt noch keine einzige Folge hochgeladen. Warum sind denn hier so viele Monster? Was ist denn hier los? So, da unten ist das, wo wir waren, wo die Monster relativ hart waren. Vergleiche mit der Unterwelt. Aber das schaffen wir schon irgendwie. Kloppen uns hier einfach ein bisschen durch. Da ist ein Shrine! Einzelne Blöcke langsam ab. Aber dafür brauchst du für schwierige Blöcke halt nicht so lange, ist das Ding. Ich meine, so kommen wir jetzt hier mit der Axt, sag ich schon, mit dem Ding besser durch. Wie man sieht. Und für doppelte Schläge braucht das andere Ding halt nur einmal. Deswegen ist das andere schneller. So, was haben wir hier denn drin? Feral Claws, Aquarell Increase Melee Speed. Geil. Bombs. Loot All einfach mal kurz. So, jetzt muss ich überlegen, was ich dafür ersetze. Hä, nein. Ja, im Augenblick braucht man das hier ja nicht. Ich bräuchte echt mehr Slots, das wäre richtig geil. Könnte man mehr Slots kriegen irgendwie. Da ist ein Jungle Spawn. Ist aber auch mal härter, finde ich. Das war jetzt gerade mal nicht so goll. Ich nehme es zurück, es ist immer noch hart. Bei Maneater. So, bitte wiederkommen. Hallo. Achso, ich habe meinen Spawnpunkt nicht neu gesetzt. Das sollten wir auch mal tun. Momentchen. Geht denn das gerade nicht? Komisch. So. Jungle Spawns wollte ich nachgucken. Weil wir machen jetzt erstmal was anderes. Irgendwo haben wir auch Dirt. Auf. Das
sind denn jetzt die Corrupted Seeds? Jungle Grass Seeds haben wir hier auch. Moonglow Seeds, Gold Ori. Suche die Corrupted. Da. So, dann will ich gucken, ob das auch mit den Dings so geht. So, die Corruption breitet sich jetzt hier aus. So, dann haben wir einmal Jungle Grass Seeds. Okay, mit denen geht das nicht. Jungle Spores. Crafting. Nein. Moonglow Seeds. Die kann man nur einpflanzen. Ah. Kann ich daraus Tränke machen? Ah, Spelunke. Das interessiert mich aber gerade gar nicht, da sollte ich ihn gucken. Da, Jungle Grass Seeds, Green Dye, die Bektofliege, Jungle Spores. So, einmal kriegen wir daraus Blade of Grass. Ich brauche mal von 20 Stück. Thorn Chakram. Wie viele Dinger haben wir denn? Hier haben wir 6. Erstmal will ich das hier machen, 15 Stück und von den Wines 3 Stück. Jungle Head. Ne, also das brauchen wir und das. Erstmal gucken, wie viel wir von den Jungle Spores überhaupt schon haben. 6, damit haben wir 8. Wo sind die Stinger? 12. Jetzt verpiss dich, du Fliege. Moonglow Seeds kommen hier rein. Jungle. Jetzt! Grrr. Was wir jetzt auch nochmal machen können auf die Schnelle, ist das Haus hier mal endlich zumachen. Das heißt, wir brauchen Stein. Was ist das? Stonewall. So. Jetzt haben wir 1000. So, damit ist der Raum schon mal fertig. Da fehlen noch 2. So, so. Da fehlen auch noch welche. Das sieht man echt scheiße schwer, finde ich. So, nächster. Ich kill gleich diese Fliege oder ich fress sie einfach. So. Ey, Fliege, ich mein's ernst. So. Weil mich das Holz da immer noch aufregt. Passt einfach nicht. So. Scheint alles soweit dicht zu sein. Ist doch gut. Das alles rauszuhauen, das ist mir viel zu blöd, ey.
mal sehen, mal sehen. Soweit gefällt mir das doch schon mal ganz gut. So, jetzt gucke ich mal kurz. Increase Melee Speed, ja, wäre schön. Slow Regenerate Life ist geil, das ist geil. Schneller Laufen ist geil. Grant Immunity to Knockbacks. Ist eigentlich auch geil.